Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder bei FIFA 17 im Karrieremodus. Ich muss einen Controller holen, ich habe den da gerade abgelegt. Heute Augsburg-Dortmund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ach, diese blöde Maus, ey. Schlimm. Ja, und wir legen einfach los. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter mit der Tabelle momentan. Letztes Spiel unentschieden, davor auch. Aber ich glaube, mit einem Sieg können wir uns nach vorne ringen. Ah, warte, wir wollten jetzt nicht mit der starken Elf auflaufen. Wie auch immer. Das Problem ist ja, dass wir jetzt nach Augsburg, nach dem Augsburg-Spiel, dann direkt gegen Dortmund spielen. Und sich die Spieler natürlich bis dahin erholen sollen. Dementsprechend lassen wir jetzt mal Tete und Halstenberg außen spielen. Ja, Burg kann heute mal spielen, dass Gnabry Pause hat. Und Tielemann. Da kann dann nachher Ødegaard noch reinkommen. Und Lazaro kommt dann für Pulisic. Iheanacho für Werner, dann sollte das passen. Mojano spielt jetzt durch und gegen Dortmund dann gar nicht. So, ganz einfach. Ja. So soll das sein. Ja, ich versuche gegen Dortmund zu gewinnen. Ich versuche jetzt zu gewinnen. Ich würde gerne gegen Dortmund gewinnen, weil die sind ja momentan Erster hier in der Tabelle. Boah, richtig schön gegen Pfosten. Und da ist das auf jeden Fall von Vorteil. Aber selbst eine Unentschieden gegen Dortmund kann uns schon helfen. Es geht ja diese Saison auch nicht darum, sage ich mal, jetzt ganz vorne mitzuspielen. Klar wäre es geil, wenn wir irgendwie UEFA Cup oder Champions Cup Plätze bekommen. Aber das wird schwer. Das ist mir bewusst. Boah, ich wüsste auch nicht, wie das geendet hätte, hätten wir direkt in der ersten Liga gestartet. Ich glaube, es wäre dann eine Liga zum Vergessen gewesen. Dadurch, dass wir in der zweiten gestartet haben, hatten wir halt so eine Saison, wo zum einen das Team aufbauen konnten. Das ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich nice, so wie es ist. Und gleichzeitig konnten wir in der Saison... Oh Gott, ey. auch mit dem Team uns einspielen und... Klar, durch die Meisterschaft sind ja natürlich auch alle nochmal motiviert. Und es war auch nicht ganz so frustrierend für mich. Oh, fängt er diesen Pass ab. Mies. Das ist aber wieder erstaunlich, wie schnell Pulisic nach hinten rennen kann zum Verteidigen. Jetzt haben wir hier Tete auf der Seite. Ah, schöne Flanke. Mojano auch mit dem Kopf. Aber Ray fängt ihm den vom Kopf weg, würde ich mal sagen. Ah. Aber der Kopfball von Kempf nicht ganz so gut. Ah, sehr schön. Und jetzt ist Süle drin oder Riedewald? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war... Ja, einen von den beiden hatte ich gegen Kempf getauscht. Aber ich glaube, ich hatte Kempf für... Süle eingesetzt. Ach, da haben sich hier die Außen getauscht, weil Pulisic vorhin auf die andere Seite gerannt ist. Oh, Timo Werner setzt sich super durch. Und da kam Pulisic. 1-0 in Augsburg. Nice, Christian Pulisic richtig abgegangen. Durch den Flügelwechsel natürlich perfekt. Weil Timo, der kommt da einfach angerannt von der Seite. Sehr schön ins lange Eck. Ich glaube, es ist sein erstes Tor jetzt in der ersten Liga. Ich meine, gut nach. Wie viele Spiele hatten wir jetzt? Eins oder zwei vor? Zwei Spiele, glaube ich, hatten wir schon in der Liga. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Wobei es jetzt natürlich trotzdem schwer wird. Wir müssen das entweder halten oder eventuell noch ausbauen. Wenn man mal überlegt, dass wir bei den letzten Malen, wo wir auch immer früh ein 1-0 geschossen haben. Hallo? Ja. Halstenberg läuft einfach nicht los. Ist ja nicht so, dass der Außenverteidiger ist, er bleibt einfach innen stehen. Nett. Beim letzten Mal haben wir dann immer noch ein Tor kassiert und unentschieden gespielt.
So wie jetzt. Aber Donnarumma hält uns hier natürlich im Spiel. Also im Spiel wären wir auch geblieben, wenn wir ein Tor kassieren, aber Donnarumma hält uns die Führung. So. Mensch. Oh Gott. No way. Ja. Ja, na klar. Komm, vor mich. Na, das hat nicht funktioniert, wie ich das so wollte. Jetzt der Juri Thielemans. Wie die Kommentatoren sagen würden. Thielemans. Oh, sehr schöner Pass hier auf Timo Werner. Oh nö. Dann drücke ich und dann wird er natürlich da direkt umgehauen. Ja, sehr schön von Marcel Heizenberg. Ich habe heute gar nicht so viel zu erzählen. Ich kommentiere hier einfach nur das Spiel. Ich dachte mir nur so heute, hups, ich muss ja bis morgen noch einen FIFA-Part fertig machen. Aber ich muss noch einiges aufnehmen. Ich habe da so ein bisschen schleifen lassen. Habe in meinem Urlaub lieber andere Spiele gezockt. Wollte mal so ein bisschen meine Steam-Liste durchzocken. Oh, Latte, wie schön. Thielemans, sehr schön. Aber der hätte auch drin sein können. Also die Flanke natürlich herrlich von Pulisic und der Kopfball dann gegen die Latte. Unglaublich. Ja, ich wollte so ein bisschen meine Steam-Liste durchspielen und bin jetzt bei Just Cause 3 angekommen, welches ich mehr oder weniger gratis zu Tomb Raider dazu bekommen habe, also zum neuen Rise of Tomb Raider. Das war irgendein, ich glaube im Summer Sale damals, gab es so ein für mich so ein eigen zugeschnittenes Bundle, welches dann Rise of Tomb Raider und Just Cause 3 zusammen für den Preis von Tomb Raider hatte. Also so irgendwie so für, was weiß ich, beide zusammen 36 € oder sowas oder 38, was weiß ich. Also eigentlich ziemlich nice für beide Spiele und ich habe Just Cause 3 seitdem aber nie gezockt und dann dachte ich jetzt so, während meines Urlaubs, jetzt im neuen Jahr, ja, eigentlich könnte ich ja mal Just Cause 3 anfangen. Ich bin ein Freund von der Just Cause Serie. Finde die Spiele manchmal sogar geiler als GTA. Wobei das auch je darauf ankommt, welches GTA und so, ne? 5 habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Oh, da klärt er den vorher noch zur Ecke. Ja, und so habe ich dann jetzt mal zum Beispiel Just Cause 3 angefangen und eben auch noch andere Spiele und während meines Urlaubs jetzt eigentlich kaum aufgenommen. Und dann dachte ich mir jetzt heute so an meinem letzten Urlaubstag, es ist ja letztlich Wochenende, also Sonntag, nehme ich mal wieder ein bisschen was auf. Und zum Beispiel Europa Universalis auch noch gar nicht weiter aufgenommen, ja. Aber ich habe das ist zum Beispiel so ein Spiel, das habe ich so viel gespielt. Momentan hakelt es da auch, also spiele ich halt auch gerade kaum. Weil ich generell ein bisschen weniger jetzt spiele. Also. Gerade so was die Spiele angeht, die ich sonst immer so richtig hart gesuchtet habe, spiele ich momentan ein bisschen weniger. Guck lieber momentan Serien. Bin da auch irgendwie so ein bisschen in gefangen, weil andauernd kommen jetzt neue Folgen von Serien, die ich alle geguckt habe. Oder neue Staffeln, was weiß ich. Und die muss ich natürlich dann alle gucken. Und dann kommt immer wieder eine neue Serie dazu, zwischendurch, aus Versehen. Naja. So ist das, wenn man ganz viele Filme und Serien und was weiß ich nicht alles gucken will. Und das Blöde ist halt, wenn man so eine Serie guckt und die wirklich verfolgen will, ist das echt problematisch. Einfach weil man nicht nebenbei zocken kann. Also ich bin ja so ein Typ, ich zocke gerne nebenbei. Ich meine, ich glaube, das machen viele mit zwei Bildschirmen. Ist es ja total einfach, eben zu zocken, während man spielt. Auf dem einen Bildschirm, ach, zu zocken, während man spielt. Auf dem einen Bildschirm zockt man und auf dem anderen Bildschirm kann man Serie anmachen. Ja, total easy peasy. Das Problem daran ist einfach nur, dass man dann mehr auf das Spiel konzentriert ist als auf die Serie. Und das ist an sich ja nicht schlimm, aber wenn man die Serie wirklich verfolgt, verpasst man dadurch echt viele Schlüsselszenen.
Habe ich so wahrgenommen. Oh, nee, ne? Da läuft so richtig schön, ich weiß gar nicht, Ødegaard war das, glaube ich, so durch die Mitte für den perfekten Pass in Lauf. Dann kommt der Pass in Lauf, ich denke so, ja, perfekt, der geht bestimmt auf Ødegaard. Und dann merke ich nur, wie der auf Iheanacho geht, der so richtig beschissen stand. Naja, das war auch mehr schlecht als recht. Ja, jedenfalls ist es dann immer echt blöd. Und das sind so die einzigen Spiele, die ich dann, während ich Serien gucke, wo ich halt auch wirklich aufpassen will, sind so die einzigen Spiele, die ich dabei spielen kann. So eine Spiele wie Banished oder EO4 oder Crusader Kings 2. Also so eine Simulationsaufbauspiele. Aber ich kann da jetzt nicht mal nebenbei Just Cause zocken oder irgendein Star Wars oder so. Weil ich mich da dann viel zu sehr. Hallo? Öde Schiri auch so. Nö, war Ball gespielt. Ey, der ist ja komplett hinten in die Beine reingehackt. Ohne jeglichen Ansatz von Ballspielen, ey. Und dann verletzt sich mein Spieler da noch mega. Und der Schiri denkt sich so: Ja, alles gut, Ball gespielt. Nice, danke FIFA, leg dich mal ab. Ja, super. Jetzt kriegt er den Ball, weil ich kann ja nicht Pause drücken, wenn sich das scheiß Spiel ablegt. Oh, diese Probleme, ey. Ich wüsste echt gern, woher das kommt. Jedes Mal. Aber auch irgendwie. Ne, wobei, eigentlich sogar auch, wenn ich nicht aufnehme. Oft, wenn ich aufnehme. Aber auch oft, wenn ich nicht aufnehme. Einfach so, dass sich das Spiel einfach ablegt. Und gute Spiele pausieren sich dann beim Ablegen. Also Spiele wie FIFA machen das nicht automatisch. Also ich meine, im Online-Modus ist es ja klar, dass es das nicht macht, aber so Karriere, also so Offline-Modi, da geht das, also kann man ja automatisch pausieren. Formel 1 macht das echt extrem. Sowohl online als auch offline. Also offline ist ja logisch, aber online halt pausiert es auch und dann fährt für dich ein KI-Fahrer weiter, aber eben mit KI-Schwierigkeit einfach. Also der fährt so ungefähr 200 km/h langsamer als man selbst. Oh, was ist das denn? Donnarumma, mach doch den Pass zu Burg. Oh Gott. So, euer fucking Ernst, scheiß Augsburg, ey. Verletzten Ødegaard. Und jetzt greifen sie noch Burg an. Alter. Was noch Run. Der ist wirklich verletzt, aber so richtig. Natürlich Kacke. Ich habe nur noch einen Wechsel. Ich wollte eigentlich Mojano wechseln. Nee, Pulisic wollte ich sogar eigentlich wechseln. Nee. Ja, Lazaro ist schon der Beste, was die Position da angeht. Muss Pulisic jetzt durchhalten. Das ist doch behindert, ey. Verletzen die Ødegaard im Elfmeterraum ohne Ballberührung. Und der Schiri sagt Ball gespielt. Ah. Ich meine, ihr könnt mich eines Besseren belehren, wenn das wirklich Ball gespielt war. Aber der Schiri hat halt nicht pausiert, gar nichts. Schon echt dreist. Vor allem, weil es halt im Strafraum war, ganz ehrlich, kann man mir ruhig mal einen Elfmeter geben. Ja, wie geil war das denn? Nice. Oh, Heizenberg, ne? Nee. Süle? Hä? Süle und Heizenberg haben echt die gleichen Haare. Was war Süle? Aber Süle spielt doch nicht. Habe ich Riede, war ich jetzt ausgewechselt? Ja, dann war das Süle. Weil Süle ist der Einzige, der die Haare so trägt. Das ist echt komisch. Ich dachte, ich hätte Süle ausgewechselt und kämpfe für Süle drin. Okay. Nice. Torjäger. Innenverteidiger, Torjäger, nice. Ja, so viel dazu. Immerhin haben wir die Führung bisher ausbauen können. Schon mal richtig gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade erzählt habe. Ich habe mich immer noch über die Verletzung von Ødegaard aufgeregt. Über die könnte ich mich auch noch stundenlang aufregen. Finde das echt mies.
Täter hat leider nicht so viel Ausdauer. Meine, bei Moriano, das ist ja klar. Auch nix. Oh, eine Ecke. Okay. Habe die Herrn Nacho noch schießen gedrückt. Aber der ist dann nur so random gesprungen. Schumankopf bei Ansatz. Der Torwart hat den aber. Also Ray. Ray. Er hat mich die ganze Zeit an Star Wars. Ich zocke momentan sehr viel Star Wars. Ich habe auch letztens mal so ebenso, wo Rogue One ins Kino kam, dann eben alle 7 Teile geguckt. Neben Rogue One. Also Rogue One ist ja sozusagen. Nee, warte, ich habe sogar 8 Teile geguckt. Weil es gibt ja noch Clone Wars, der so zwischendurch ist. Die Serie wollte ich mir jetzt nicht antun, weil das sind 6 Staffeln. Aber die gucke ich demnächst mal wieder. Wenn ich dann vielleicht nicht ganz so viele Serien momentan auf dem Schirm habe. Also ich muss halt Narcos noch zu Ende gucken. 2. Staffel. Dann kommt ja jetzt demnächst von Sherlock die 2. Staffel. Dann gucke ich The Man in the High Castle. Da kam jetzt die 2. Staffel. Wobei erst am 13. Januar in Deutsch. Also kann ich da zum Glück noch etwas warten. Moment, heute ist der 10., der 9. Naja. Es ist echt nicht lange hin bis zum 13. Dann habe ich jetzt, nur weil es ein. Ich habe eine Serie zum Runterladen gesucht, die ich während der Zugfahrt von zu Hause bis hierhin gucken konnte. Habe ich mir die ersten Folgen von dieser Transformers-Staffel, Transformers Prime oder so heißt die. Das ist eine Kinderserie eigentlich. Aber ich finde es voll witzig. Ich mag halt Transformers. Da dachte ich mir, ja, das kann ich mir mal reinziehen. Und dann, da kann man sich halt die Folgen vorher runterladen. Das geht ja erst bei Netflix, aber nur mit bestimmten Serien und und Filmen. Und da habe ich mir das dann eben einfach mal runtergeladen. Ich dachte so, ja, cool. 3 bis 4 Stunden Fahrt, da kriegt man 12 Folgen, 14 Folgen durch. Oh, was ein Hammer-Schuss von Iheanacho hier, aber Ray blockt den halt einfach mal direkt. Unglaublich. Ah, Star Wars Rebels habe ich angefangen, aber da bin ich jetzt fast durch. Also momentan läuft ja noch die 3. Staffel irgendwie. Aber Star Wars Rebels finde ich nicht ganz so geil. Für all diejenigen, die von euch Star Wars mögen, Star Wars Rebels ist eigentlich nicht, also so vom Thema her geil, wenn man Star Wars mag, auf jeden Fall. Das einzige Problem an Star Wars Rebels ist, Alter, Sühle 9,0. Beast Mode. Das Problem an Star Wars Rebels ist einfach, dass es zu kindlich ist. Also, es ist halt nicht mehr so schönes Abgemurksel oder so. Und irgendwie sind die Charaktere dann auch so ein bisschen lame. Also, als wo die dann Chancen haben, wen zu töten oder so, dann sagen, nee, wir müssen den festnehmen oder so. Also, immer so Ausreden, dass sie eben nicht töten. Und wenn sie töten, dann wird es natürlich direkt ausgeblendet. Das ist ja noch verständlich, aber. Oder wenn halt irgendwas richtig Schlimmes passiert. Oh, Gnabry hat sich auf die 77 hochgekämpft. Geil. Sehr schön, sehr schön. Und das mit dem D-Training, ne? Oh Gott. 4 Wochen wird Ødegaard ausfallen. Ja, freut mich ja. Juhu. Ja, es ist halt auch. Ødegaard sitzt auf der Bank. Also. Das wird ja so richtig hart, das Spiel. Wie gesagt, Iheanacho direkt. Alter. Aber wie K.O. die alle schon sind. Jetzt habe ich hier Damari, weil Ødegaard gewichen ist. Ich nehme Dämme mit. Ja, das ist halt gut. Verteidigung schön ausgeruht, Nagi ausgeruht, Keita, der ist Biest. Bei dem Ausdauerwert, ey. Was hatte der, 90 oder sowas? 95 Ausdauer. Pulisic wird nicht lange spielen, aber da habe ich ja einen Lazaro, der kann da spielen. Gnabry ist ausgeruht. Iheanacho, Werner, die sind auch so gut wie ausgeruht. Also das könnte schon klappen. Oh, das wird jetzt richtig schwer gegen Dortmund. Ja, mega bequem. Ich habe mir einen neuen Computerstuhl gekauft. Gaming-PC-Stuhl. Ups. Von DX Racer. Und der ist echt geil. Also,
falls ihr mal ein bisschen Geld über habt und nicht mehr auf so einen lahmen Stuhl sitzen wollt. So ein Gaming-Stuhl tut's schon. Ist aber auch echt wirklich teuer. Oh Leute. Ne, ich spiele lieber ausgeglichen. Ja, komm. Greifen halt auch direkt an, ne? Mitchell Weiser. Oh, schön. Alter Schwede, ey. Da ist doch gar kein Durchkommen. Also wieder gleich so drei Leute auf einen zukommen. Oh. Oh, Pressing funktioniert auf jeden Fall. Komm! Ja! Timo Werner! Ein abgeblockter Schuss und der geht rein. Ist natürlich mega nice hier so. Für die Heimfans. Jetzt war die Flagge um. Die Eckfahne umgeklopft. Oh, der Pass war schon echt krank. Da schießt er. Oh, durch die Beine. Es war nicht mal abgefälscht. Es war einfach nur durch die Beine. Timo Werner, geil. Sein erstes Bundesliga-Tor. Der hat noch kein Bundesliga-Tor. Und macht er das erste Tor hier, Heimkulisse gegen Dortmund, die momentan Erster sind. Wie krank ist das denn? Apropos, geht demnächst nicht auch die Bundesliga wieder los? Ich weiß gar nicht wann. Das sieht man mal, wie gut ich wieder verfolge. Ne? Nee, momentan haben wir jetzt die Playoffs von der NFL angefangen, das ist viel wichtiger. Ich gucke momentan echt lieber American Football als normalen Fußball. Also normalen Fußball gucke ich sogar nicht mal so oft. Weil ich leider Gottes kein Sky habe. Und ich meine, American Football wird momentan noch Pro7 Max und Sat. Also von RAN halt noch, sag ich mal, kostenlos übertragen. Klar, wenn du es im Fernsehen guckst, hast du halt sehr viel Werbung und so, das ist ja logisch. Und die können auch nicht, können halt auch immer nur ein Spiel, die machen jetzt halt keine Konferenz oder so, wie Red Zone bei DAZN. Aber in der Bundesliga hat halt Sky die kompletten Rechte. Und deswegen gibt es keinen. Also niemand anderen, der die Bundesliga in Deutsch überträgt, außer eben bei der Sportschau, was ich mir doch auch immer mal wieder angucke, aber eben jetzt so live ein Spiel gucken, geht nur mit Sky. Und das ist mir dann echt zu teuer. Also wenn ich zum Beispiel hier DAZN, wer das kennt, keine Ahnung, wie man das ausspricht, für 10 Euro im Monat hast du da richtig viele Sportarten, auch Fußball, aber bei der Bundesliga halt nur Zusammenschnitte von den einzelnen Spielen. Zwar auch ziemlich direkt nach dem Spiel die Zusammenschnitte, aber nicht so geil. Ich meine, für American Football ist zum Beispiel richtig gut, weil da hat man die Red Zone, das ist eine Konferenz von allen Spielen, die immer sonntags kamen, also normalen Conference-Spieler, ach, ja doch, also die normalen Spiele noch. Jetzt klar, zu den Playoffs ist das natürlich dann auch wieder ein bisschen anders. Da laufen kaum Spiele gleichzeitig, sondern alle hintereinander, damit man auch wirklich jedes Playoff-Spiel gucken kann und genügend Geld damit macht. Aber so bei den Standardspielen, sage ich mal, beim American Football, da ist ja jetzt auch nicht so großer Andrang. Die Leute, die gucken sich da meist immer erst ab den Playoffs alles an. Da sind dann die Stadien auch immer ausgebucht. Ja, jedenfalls ist das halt echt geil, ne? Aber Fußball kann man nur über Sky gucken und das finde ich echt schade. Oh, Timo Werner! Das war fast das 2-0. Unglaublich. Wie geil ist das denn, ey? Die Flanke mit außen von Gnabry, so richtig in der Kurve. Krass. Ja. Also das finde ich immer echt ein bisschen scheiße an der Bundesliga. Ich meine, Premier League und so kannst du auch über zig Anbieter gucken. Aber Bundesliga halt wirklich nur Sky. Aber das finde ich echt mies. Muss ich zugeben. Deswegen gucke ich gerne Football. Nee, auch wenn ich den Sport mag. Also so ist er nicht. Hallo?
Okay, ich wollte schon sagen, Alter. Als ob die Schiris hier jedes Mal gegen uns wären, ne? Aber diesmal hat er den Freistoß gegeben. Oh, der war für Weiser, aber. Weiser kann ja auch rechtes Mittelfeld spielen. Wissen wir, deswegen laufen wir jetzt einfach mit Weiser hier durch. Lol. Ernsthaft, das ist eine Grätsche. Jetzt kriegt er noch eine gelbe. Oh, ich drücke Flanke. Und während ich Flanke drücke, nimmt er mir den Ball ab, sodass Weiser nur noch. Also das dann als Grätsche interpretiert. Ist ja ein und dieselbe Taste. Das ist doch wieder behindert. Ja, jetzt gibt es hier die gelbe für Weiser, sage ich doch. Das ist richtig behindert. Alter. Was macht denn Rode da vorne? Der ist auch irgendwie bei der Torschützenliste ganz vorne von Dortmund. Wo wir letztes Mal geguckt hatten. Kann das sein? Na. Oh. Der hier rüber. Wir haben die Guerrero drin. Der sah so aus wie Guerrero. Ne, ja. Ginter spielt da außen. Links außen. Oh, mies. Ach, Dom spielt auf der Seite, okay. Oh. Ich drück schießen und er macht einfach nichts. Und ich denke so, hä, was ist da denn los? Nabi Keita! Oh. Wie hat denn Büki den noch weggefischt, Alter? Schwede, ey. Mega der geile Schuss. Ich dachte erst noch, pass ich rüber oder nicht, weil da stand noch Timo Werner. Aber dann dachte ich, komm. Mit Keita kannst du schießen. Ja. Oh. Noch eine Ecke, okay. Schön. Oh, Gnabry, schöner Schuss. Birki rettet noch. Aber war auch gerade sehr gut. Also wieder dann abgepreist. Oh! Nicer Kopfball von Timo Werner. Birki wirft sich natürlich zum Ball. Jetro. Jetro Williams heißt er, ne? Jetro. Jetro. Oh Gott, zur Halbzeit, ne? Die sind alle schon K.O. Kennt sich ja einen Seitenfallzieher. Ich glaube, also direkt in die Fresse von Subotic oder wer das spielt. Ja, ich das Gefühl, das spielt ja Subotic bei den Defense. Wie denn für eine Aufstellung, ey. Deswegen würde mich das echt interessieren, aber es funktioniert ja nicht so richtig bei uns. Okay, also Keita und Nagy sind tot. Ja, Tielemann kann nachher noch rein. Den haben wir dabei. Dem haben wir zur Not auch noch bei. Oder wir machen Keita dann offensiv und dann Tielemann defensiv. Also wieder so 4-1-2-1-2. Ich finde das immer sehr gut, wenn wir dann wechseln und Ødegaard zum Beispiel einwechseln, dann einfach 4-1-2-1-2 zu spielen. Dass wir dann nicht mehr zwei, die so richtig viel Rennen haben, sondern einen defensiven, einen offensiven, die dann so auch so für sich zugeteilt sind. Für ihre Position. Spielt man halt ein bisschen geringer offensiv. Natürlich sollte man dann auch. Wobei, man hat halt dann drei Offensivkräfte, aber wobei so halt mit der 4-2-2-2 auch schon sehr viel offensiv. Also auch irgendwie alle mit Offensiv laufen. Oh, Pulisic sehr schön an Dembélé vorbei. Dembélé ist natürlich sehr schnell. Aber der hat dann den Ball noch bekommen. Leider. Alter. Haxt mir da gleich die Beine weg. Na komm, Serge Gnabry. Box den mal weg da, Alter. Eieiei. Hä? Sicher, der hält mich auf und dann kriegt er dafür einen Einwurf. Oh Mann, ich wollte ihn weghaxen. Oh, wir spielen nächstes Spiel in Leverkusen. Yay, yeah, stimmt. Das ist ja nochmal so eine kurze Pause. Also ich glaube irgendwie einen Tag länger Pause als jetzt zwischen Augsburg und Dortmund. Also das ist echt, echt mies momentan. Also zwei englische Wochen hintereinander. Nee, eine englische Woche. Das andere Spiel ist halt Wochenendspiel. Aber es ist halt Wochenende, englische Woche, Wochenende.
Ah, schon haarig. Hä, lol. Ich drück nach oben laufen und wollte dann passen, aber er ist geradeaus weitergelaufen und hat einfach nur noch gepasst. Oh, Dortmund spielt nächstes Spiel in Wolfsburg, gegen Wolfsburg, heim. Oh, Marco Reus kam rein für Schürrle. Jetzt soll ich mir Gedanken machen. Ja, jetzt holen sie hier wirklich ihre Kräfte raus. Oh nee. Ousmane Dembélé. Ah. Easy für Donnarumma. So, wir schauen auch mal hier, wo wir Wechselpotenzial haben. Ja. Ah, Pulisic, Werner, Pulisic, Werner. Ja, Dem und Tielemont kommen auf beide rein. Ich mach das mal ein bisschen abgefahren, ne? Weil Pulisic hat genügend Ausdauer, aber Werner ist halt schon tot. Ah, warte, uns ist halt die Rot-Weiße. Ich habe gerade geguckt, hä? Da sind nur drei Anspielstationen. Ich wollte zu Dortmund passen. Aber das war natürlich auch gerade wieder ein heldenhafter Pass. Sich Dembe freuen, dass er auch mal wieder dran kommt. Willems könnte auch echt so ein Footballspieler sein, da diese Masse, wie der auf dich zugerannt kommt, der ist aber noch schnell. Aber der ist echt. Mal jetzt Pulisic über außen. Ja, Diego Demme, der versteht das Spielprinzip hier. Dieser Birki ist auch unüberwindbar. Ganz im Ernst. Nur hier kurz. Zack. Ja, ey, kommt der da noch gerade so mit der Hand ran, ey? Willems macht jetzt die Ecke. Okay, interessant. No way! Das ist gerade richtig schlecht gewesen, Dimme. Also da hat er mich ja richtig enttäuscht. Die Kleinen stehen ja hinter der Verteidigung. Pulisic. Und wer ist der andere? Ach, weißer, okay. Die eben keine Kopfbälle können. Ich schieße den einfach weg. Einfach raus damit. Ui. Der flog ja sogar noch ziemlich nice. Babacar ist aber kein Standard Dortmunder. Den haben die doch gekauft. Ah, Gnabry hier schön über außen. Schöne Flanke! Warum nimmt er den denn nicht mit dem Kopf? Der war echt perfekt, die Flanke auf Lazaro. Klar, dass Bürki da rauskommt und die holen will, aber hätte Lazaro den mit dem Kopf vorher genommen? Weil Bürki ist auch direkt nach unten. Ich dachte, der kommt irgendwie ein bisschen höher oder so. Wahrscheinlich war der schon so extra auf dem Fuß geschnitten. Oh. Schön mit dem Kopf hat Süle den noch zu Donnarumma gelenkt, damit er gefangen wird. Und, oh, die Gefahrensituation vorbei ist. So viel zu der Gefahrensituation und vorbei. Oh, nice in den Ball geworfen. Wer war das? Demme, ne? 31. Und Jethro Willems läuft. Oh Gott! Weißt du, so richtig geiles Überzahl-Konterspiel. Und was macht. Oh, dieser Pass war so grottig da in der Situation. Oh, Riederwald. Sehr nice. Pulisic. Ah, der hat das ausprobiert. Aber hier gar keine Zeit, sich mal am Kopf zu kratzen, so spannend wie das hier ist. Oh, sehr schön, Riederwald. Unsere Verteidigung, ey. Steigt über ihre Grenzen hinaus. Oh, macht er direkt den Pass auf Lazaro. No way! Kann er nicht mit links? Das war richtig dumm, ey. Da hätte ich einen Pass spielen können oder er hätte sich richtig gedreht. Aber nein, mit links kann er ja nicht spielen. Soweit habe ich natürlich in dem Moment auch nicht gedacht. Ich dachte so, boah, habe ich den Verteidiger noch ausgenommen? Habe halt noch in die Richtung laufen gedrückt, damit er sich noch hindreht. Hat er nicht mehr gemacht. Aber in die Richtung geschossen hat er. Oh Gott, ey.
Oh Gott, Pulisic täuscht so an, loszulaufen, dann bleibt er doch wieder stehen. Hasse sowas, weil der hohe passende Lauf, der braucht immer so eine gewisse Zeit, loszugehen. Also, bis er diesen hohen Pass halt wirklich spielt. Oh, Nachspielzeit, 3 Minuten. Diego Demme biestet sich hier über die Seite. Kriegen wir Einwurf. Natürlich auf Pulisic, der die Flanke spielen kann. Die Birki fängt. Aber was denn sonst? Jetzt ist die Zeit vorbei. Ach nee, jetzt sind ja 3 Minuten. Aber ich habe den Ball. Ja! Wir haben gegen Dortmund gewonnen. 1-0. Durchgebiestet. 7. Minute. Das Tor von Werner. So, ich umstellen. Ja. Oh, ich saß auch gerade die ganze Zeit so richtig chillig. Einfach nach hinten. Ich finde den Stuhl nass. Ich weiß nicht, warum ich mir sowas nicht vorher gehört habe. Ja, hier natürlich Werner. Aber frühzeitig auf die Bank getan, weil er ziemlich K.O. war. 7. Minute mit seinem Super-Tor. Unglaublich. Iheanacho-Spieler des Tages geworden mit 8,0. Alter Schwede. Birki hat nur eine 8,6 bei 6 Paraden. Donnarumma 5 Paraden. Schon nicht schlecht. Naja, schussmäßig, Schussverhältnis ziemlich gleich. Dortmund hat 2% mehr Ballbesitz gehabt, aber das ist gar nicht aufgefallen. Also auch da sehr ausgeglichenes Spiel eigentlich. Und zum Ende hin hatte Dortmund auf jeden Fall auch die Chancen, das haben wir ja gesehen. So, nächstes Spiel ist dann gegen Bayer Leverkusen. Ja, Nationalkader, da ändert sich ja momentan nicht viel. 29. September 2017 ist das. Und das bringt uns jetzt natürlich auch ein bisschen weiter nach vorne, nicht? Wir sind auf 10. Also keine Niederlage, es gibt wenige mit. Ach so, weil die alle schon 5 Spiele haben. Wollte gerade sagen, wenn wir jetzt gewinnen, wie viele Punkte haben wir? 8. Wenn wir gewinnen, wären wir Erster. Also müssen wir jetzt in Leverkusen gewinnen. Ja, Leverkusen und wir sind die Einzigen, die noch kein Spiel haben, weil wir das Sonntagsspiel haben. Das letzte Spiel am Wochenende. Okay, das gibt es aber in der nächsten Woche und dann zusammen noch mit dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Torschützenmäßig haben wir hier noch gar keinen vorne. Ah, das wäre nicht mal schwer, ne? 2 Tore oder 3 Tore. Bei uns haben die alle ein Tor. Das ist echt mies. Aber gut, sind halbwegs gut erholt für das Leverkusen-Spiel. Wir werden auf jeden Fall mal kurz in der Aufstellung eben Ødegaard standardmäßig raussetzen, weil sonst jedes Mal diese Meldung kommt, dass jetzt 4 Wochen, das sind schon einige Spiele. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann gegen Leverkusen und Hertha. Ich nehme den Controller schon mal weg. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, haut rein, hat der Spaß. Ciao, ciao.